an meinem Geburtstag halt sieht. Viel Spaß und bis gleich! So, schön, dass ihr wieder da seid und nevermind meine sexy pinke Schnubbelhose. Bei uns ist nämlich mittlerweile schon ein bisschen später. Wir haben mittlerweile schon, nach 10 Uhr. Der Elvis, der sitzt hier gerade eine Wand neben mir und lernt fleißig, denn der hat gerade die Prüfungszeit. Und weil ich an einem Samstagabend ansonsten einfach nichts Besseres zu tun hatte, dachte ich mir, drehe ich heute einfach mal endlich das Video, was ich schon seit einer Woche lang drehen will. Aber wie gesagt, da Elvis studiert, beziehungsweise lernt, ist Zeit momentan sehr rar gesät. Worum geht's heute? Ihr seht's vielleicht schon im Hintergrund. Wir haben hier ein bisschen Festtagsstimmung. Das liegt jetzt nicht an der Faschingszeit, sondern daran, dass Levian vor kurzem Geburtstag hatte und 5 geworden ist. Und wie jedes Jahr dachte ich mir, teile ich heute einfach mal so ein bisschen mit euch meine Ideen und Umsetzungen zu Levians Party, was wir gemacht haben, was wir für ein Motto hatten, was man da alles so beachten kann, um das schnell und günstig und was weiß ich alles zu machen. Genau, falls euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran und viel Spaß mit dem Video. Genau, falls ihr uns auf Instagram folgt, dann habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass das Motto, ich wollte schon Abo sagen, Abo dürft ihr gerne auch da lassen, aber das Motto ist dieses Jahr Dschungel gewesen. Da gibt es natürlich auf Pinterest wahnsinnig viel, was man dazu finden kann. Ich habe das wie immer natürlich auch in einem kleinen, wie sagt man das nicht, Album, Pinnwand heißt es, festgehalten, was ich euch gerne mal auch unten in der Infobox verlinken kann, falls ihr einfach so ein bisschen durchstöbern wollt, nach Inspiration sucht. Genau, ich habe davon nicht alles umgesetzt, aber einige Ideen fand ich sehr cool und die gibt's jetzt. Womit fängt man an? Mit der Einladung. Das habe ich euch schon letztes Jahr gesagt, das mache ich immer ganz gerne, wenn es um Einladungen geht, dass ich einfach auf die Website canva.com gehe und dort verschiedene Templates ausprobiere. Das habe ich dann noch ausgedruckt, weil Levian dieses Jahr einfach wahnsinnig gern seinen Freunden und auch Oma, die hat er auch eingeladen, sowas in die Hand geben wollte. Aber wenn ihr Papier und Ressourcen und sowas sparen wollt, könnt ihr natürlich auch einfach eine PDF abspeichern und das per WhatsApp verschicken. Ich habe die nochmal in einem kleinen Format gemacht, quasi so 6 Stück, glaube ich, pro DIN A4 Seite und habe das ausgeschnitten und quasi so als, wie nennt man das, Klappverschluss für die kleinen Goodie-Bags, die wir gemacht haben, verwendet, weil das einfach passend zum Thema war und ganz schön ausgesehen hat. Das zeige ich euch aber später noch. Das nächste ist dann der Punkt Dekoration, würde ich sagen. Da gibt es natürlich auch wahnsinnig viel, was man machen kann. Wenn man Zeit und Geld hat, ich habe irgendwie versucht, was Cooles auf die Beine zu stellen, was ich irgendwie auch stemmen kann und habe dann geguckt, dass ich nicht alles selber machen muss auf Amazon und da gibt es ganz viele solche Geburtstagssets. Genau, und da hatten wir folgende Sachen drin. Einmal hier diese, seht ihr das, diese wunderschöne Ballonkette, also müsst ihr schon selber aufpumpen, haben wir auch gemacht, aber das war sehr schön. Wir hatten dabei solche, habe ich die hier irgendwo? Ja, solche Dschungelblätter-Dinger. Die sind auch sehr hochwertig, also die kann man sicherlich nochmal verwenden. Es waren dabei so ein Happy Birthday-Schriftzug, den man hinhängen kann. So kleine Tattoos für Kinder mit Tiermotiven aus dem Dschungel drauf. Die habe ich ausgeschnitten und habe jedem Kind in seinen kleinen Goodie-Bag einen so ein Tattoo noch mit reingelegt. Es gab solche kleinen Stecker für den Kuchen und so, ja, das ist so wie so ein typischer Heliumballon, die funktionieren auch mit normaler Luft. Also ein Tiermotiv, die haben wir draußen an die Tür gehängt. Da hatte ich also schon mal so einen Grundstock an Sachen, die thematisch dazu passen, aber ich wollte das Ganze noch mehr dschungeliger haben. Und da habe ich dann ganz zufällig im Edeka eine Tischdecke gefunden, die einfach perfekt für diese Zwecke war. Das ist so ein Riesenteil, hier seht ihr das. Das ist aus so einem, oh, so wie eine feste Serviette, Papierserviette. Fühlt sich echt super an, der Stoff. Ich habe da quasi einfach so eine große Rolle genommen und hier immer so Streifen abgeschnitten. Und die habe ich dann einfach mit Tesafilm oben an die Decke geklebt und so hindrapiert, dass es so ein bisschen aussah wie Lianen. Diese Lianen habe ich dann auch quasi im Eingangsbereich wie so einen kleinen Lianenvorhang hingehängt, dass man so in das Dschungelreich eintreten kann. Und das, was man dann als nächstes gesehen hat, das absolute Highlight, also vor allen Dingen auch für mich, ich fand es ziemlich cool, bin ich noch scharf? Ja. War der Wasserfall. Das habe ich auch auf Pinterest gesehen und dachte mir, es kann auch so schwer nicht nachzumachen sein. Und ist es auch eigentlich gar nicht. Also man braucht einfach bloß eine blaue Decke oder Vorhang, irgendwas Braunes. Wir hatten so eine braune Decke und
so dieses Polsterpapier, was auf den Kartons drin war, das kann man ziemlich gut so drapieren. Das habe ich dann über unser kleines Regal drüber gelegt und die anderen Stoffe über unseren Sessel drüber. Dann hatte man quasi die notwendige Höhe und habe da alle möglichen Kuscheltiere noch dazu gelegt und ungefähr gefühlt sämtliche Pflanzen, die wir bei uns im Haus rumstehen haben. Und interessanterweise, obwohl die Kinder oben das Spielzimmer während der Party komplett zerstört haben. Also die haben sämtliche Kisten, alles rausgeschmissen, ins Bett geschmissen, totale Katastrophe, aber es ist ein anderes Thema. Haben sie das zumindest überhaupt nicht angefasst, zerstört. Das hat richtig gut gehalten. Das hatten wir noch 2-3 Tage, nachdem die Geburtstagsfeier rum war, immer noch hier rumstehen, weil es einfach so schön war und die Kinder das einfach toll fanden und ich einfach keine Zeit zum Abbauen hatte. Das hat super funktioniert und der nächste wichtige Punkt, der bei einer Geburtstagsfeier nicht fehlen darf, sind natürlich die Fressalien. Die Kinder wollen ja auch irgendwie mal was essen. Da haben wir immer so eine ausgewogene Balance zwischen ungesunden Sachen und gesunden Sachen. Also ich habe zum Beispiel an gesunden Snacks einfach so kleine Gemüsesticks gemacht, die so als Löwenmähne ausgebreitet, in der Mitte ein Dip, noch schön hier Augen, Mund, Schnauze und so weiter. Und dann hat man so einen kleinen Löwenteller, der sieht sehr süß aus. Dann habe ich Trauben einfach aufgespießt und mit Kuvertüre so ein paar Zebrastreifen. Nee, Zebras sind nicht grün. Krokodil hat keine Streifen. Ich fand, das sah sehr dschungelig aus, wenn man einfach grün mit braun mischt. Typisch sind natürlich auch diese Tomaten-Mozzarella-Spieße. Und was ich auch ganz cool fand, war einfach Popcorn. Weil Popcorn ist super schnell gemacht, ist günstig und Kinder lieben Popcorn. Und dafür habe ich auch, um da so kleine Tüten zu machen, wieder auf Pinterest einfach so eine Druckvorlage genommen, die ausgeschnitten, zusammengeklebt und hatte dann diese Tüten mit Dschungelmotiv. Das geht ganz schnell, ist nicht schwer gemacht und schmeckt sehr, sehr lecker. Zum Trinken gibt es natürlich immer Wasser im Angebot, aber um nochmal so ein bisschen was mit einem gewissen Pfiff quasi dazu zu bringen, haben wir wieder unsere große Karaffe rausgeholt und da so einen Waldmeistersaft rausgemacht. Also das macht man einfach mit Waldmeistersirup, einem Schuss Zitronen- oder Limettensaft und einer Menge Wasser. Dann hat man so eine grüne Flüssigkeit, da kann man auch ein bisschen, weiß nicht, Zitronenscheiben reinmachen und das nett dekorieren. Das heißt dekorieren. Es wird langsam spät, ich merke, meine Worte wollen nicht mehr funktionieren. Und das Wichtigste, was natürlich beim Essen nicht fehlen darf, ist die Geburtstagstorte. Und bei Geburtstagstorten, gerade wenn es irgendwie auch um ein Motto geht, kann man sich natürlich gerade mit Fondant wahnsinnig verkünsteln. Aber ich und auch meine Familie gehören einfach zu den Leuten, die das zwar schön zum Ansehen finden, aber absolut leider nicht lecker finden. Und ich finde, ein Kuchen sollte lecker schmecken und nicht hauptsächlich gut aussehen. Also habe ich überlegt, was kann man da für eine Alternative finden und bin natürlich fündig geworden und habe einfach einen Zebrakuchen gemacht. Der ist auch super schnell gemacht, war kein großer Aufwand, kriegt jeder hin. Habe den noch schön dekoriert, Spießchen rein, Kerze rein und die super Überraschung natürlich dann beim Aufschneiden, weil man einfach dieses coole Zebramuster hat. Genau, hat jeder gern gegessen und war auf jeden Fall eine gute Idee. Ganz am Anfang habe ich ja schon gesagt, dass wir dann zum Schluss auch so kleine Goodiebags für die Kinder verteilt haben. Da scheiden sich natürlich die Geister und klar geht es nicht die ganze Zeit ums Schenken, aber ich finde es einfach fürs Geburtstagskind schön, wenn es auch zurückgibt und sieht, dass es eben nicht nur um sich selbst, um es selbst geht, sondern auch den anderen einen Gefallen zu tun. Und ich finde, die sind einfach so eine ganz nette kleine Geste. Wir haben da einfach so kleine Butterbrottüten genommen und einen von diesen Stickern, von denen ich schon gesprochen habe, reingelegt. Wir haben so einen Früchteriegel reingemacht, Ahoi-Brause und so LED-Sticks haben sie dann noch von uns bekommen. Ja, das konnte man dann einfach zum Schluss verteilen. Jeder hat sich gefreut und geht mit einem guten Gefühl nach Hause. Genau. Und ich glaube, das war's. Das war, glaube ich, alles. Wie lange rede ich schon? 16 Minuten. Ja, ich habe lang genug geredet, das müsste es eigentlich sein. Schaut, wie gesagt, auch nochmal auf der Pinterest-Wand nach, wenn ihr noch mehr Inspiration braucht. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat oder schreibt mir im Kommentar, wenn es euch nicht gefallen hat. Abonnieren, wie gesagt, nicht vergessen und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, tschüss! Das war irgendwie blöd.